Hey Leute und willkommen bei mir und Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr den Lichtbogen aus dem finalen Kampf dauerhaft behalten könnt mit Patch 1.6.0 in Zelda Breath of the Wild. Gefällt euch mein Content, dann unterstützt mich mit einem Like, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Bevor es aber losgeht, hier eine wichtige Warnung. Bei diesem Glitch verändert ihr die kompletten Spieldaten eurer Items und eures Inventars. Wenn ihr den Glitch nicht 1:1 wie im Video beschrieben ausführt, können all eure Speicherstände auf eurem Profil, auch die im Master-Modus, komplett zerstört werden bzw. unspielbar werden. Passt also genau auf und überlegt euch vorher, ob ihr euch das zutraut. Falls ihr mal doch einen Fehler machen solltet, dann beendet das Spiel vollständig über das Home-Menü und startet es erneut. Einfach einen anderen Spielstand im Spiel zu laden, zerstört diesen ebenfalls, also seid gewarnt. So, genug der Warnung. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Lichtbogen nicht mehr verliert und ihn somit dauerhaft behalten könnt und das mit jedem Spielstand. Bei diesem Glitch handelt es sich bereits um die überarbeitete und schnellere Version, in der ihr keine duplizierten Rüstungen, Pfeile oder Krogsamen im Inventar habt. Damit der Glitch funktioniert, müsst ihr den finalen Bosskampf in Schloss Hyrule schaffen. Ich empfehle euch deshalb, kein neues Profil zu erstellen, sondern eher einen Spielstand zu wählen, in dem ihr schon viele Herzen und eine gute Ausrüstung habt, damit der Kampf kein Problem wird. Also starten wir gleich durch. Damit der Glitch funktioniert, braucht ihr Links Haus in Hateno und mindestens einen Bogenplatz. Am besten wäre aber auch noch ein zweiter Schwertplatz und einen Schildplatz. Das ist optional, spart euch später aber etwas Zeit. Das Haus könnt ihr euch direkt nach dem Tutorial auf dem vergessenen Plateau für 3000 Rubine kaufen. Das Zubehör wie die Waffenplätze bekommt ihr jeweils für 100 Rubine. Falls euch übrigens die Rubine fehlen, dann schaut mal oben rechts in die Infokarte, dort habe ich euch zwei Videos verlinkt, wie ihr sehr schnell unfassbar viele Rubine bekommen könnt. Habt ihr das Haus mit dem Zubehör freigeschaltet, dann lasst einen Bogenplatz leer und platziert zwei Einhandschwerter auf den Schwertplätzen und ein Schild auf dem Schildplatz. Jetzt geht in euer Inventar und schaut nach, dass ihr mindestens einen freien Platz für den Lichtbogen habt. Legt jetzt noch euer Schwert, Bogen und Schild, das ihr aktuell ausgerüstet habt, ab, damit ihr nicht versehentlich irgendwelche Modifikationen an den Waffen vornehmt. Speichert euer Spiel nun einmal manuell ab. Der Speicherstand ist wichtig, falls ihr einen Fehler macht, könnt ihr zu diesem Speicherstand zurückkehren und es erneut versuchen. Aber wie bereits gesagt, falls etwas schief geht, beendet das Spiel vollständig über das Home-Menü und startet es erneut und ladet dann erst euren Spielstand, dann kann nichts passieren. Rüstet nun eine Rüstung aus. Am besten verwendet hier Rüstungsteile, die ihr nicht verkaufen könnt, wie zum Beispiel das Heldengewand, das Wildnis-Rüstungsset oder das Zora-Rüstungsset. Jetzt geht in den Shop in Hateno und verkauft dort alle Rüstungen, die ihr verkaufen könnt. Habt ihr die Rüstungen verkauft, dann esst nun so gut wie all eure gekochten Gerichte. Es ist in Ordnung, ein paar wenige Gerichte noch zu behalten, damit der finale Kampf später einfacher wird, aber behaltet so wenig gekochte Gerichte wie möglich. So, nun müssen wir unsere Offset-Slots berechnen. Bevor wir damit anfangen, muss ich kurz erklären, wie ihr das korrekt berechnet. Einige Slots oder Plätze in eurem Inventar lassen sich dank IST, Inventory Slot Transfer, duplizieren. Bei den wichtigen Items sind es die vier Mächte der Recken aus den Titanen, falls ihr davon welche habt, eure Zeichen der Bewährung, falls ihr welche im Inventar habt, und eure Krogsamen, falls ihr davon bereits mindestens einen eingesammelt habt. Dann sind es noch alle Rüstungen, die ihr besitzt, lassen sich duplizieren, alle Pfeilplätze, die ihr besitzt, lassen sich duplizieren und das Masterschwert lässt sich ebenfalls damit duplizieren. Wieso erzähle ich euch das? Nun, die genannten duplizierbaren Punkte müsst ihr mitberechnen bzw. doppelt berechnen. Hier mal ein Beispiel anhand meines Inventars. Fangen wir bei den wichtigen Items an. Ich besitze alle 23. 5 wichtige Items, 4 Mächte der Recken und die Krogsamen lassen sich duplizieren, also plus 5. Nun zählt eure Rüstungsteile, die ihr jetzt noch im Inventar habt. Bei mir sind es 8, Rüstungsteile lassen sich alle duplizieren, also nochmal plus 8. Jetzt zählt, wie viele Pfeilplätze ihr im Inventar habt. Ich habe jeden Pfeil bereits mindestens einmal erhalten, somit sind es 6. Die Pfeilplätze lassen sich alle duplizieren, also nochmal plus 6. Jetzt noch plus 1 für den leeren Platz für den Lichtbogen und zusätzlich plus 1 für das Masterschwert, da ich es bereits besitze und da es sich ebenfalls duplizieren lässt, nochmals plus 1. Als Summe komme ich nun auf 59.
Das heißt, ich muss mindestens 59 Offset-Slots generieren, damit der Glitch funktioniert. Wir können auch gerne ein paar mehr Offset-Slots sicherheitshalber machen, aber es dürfen auf keinen Fall weniger sein. Jetzt braucht ihr so viele unterschiedliche Materialien, wie Offset-Slots ihr generieren müsst. Bei mir sind es ja 59. Wichtig ist nur, dass ihr von jedem benötigten Material mindestens 2 Stück habt. Ich würde euch empfehlen, eure Materialien durchzuschauen und alles, was irgendwo dazwischen liegt und ihr nur einmal habt, vorher rauszuwerfen oder zu verkaufen, dann passieren euch keine Fehler. Wer nun Offset-Slots hört und mein vorheriges Video zu den modifizierten Waffen bereits gesehen hat, bekommt sicher schon Schnappatmung, da das ja ziemlich kompliziert war. Aber auch hier gibt es nun bereits eine deutlich einfachere Methode, für die ihr nur Elektropfeile und Doppel- oder Dreischussbogen benötigt. Falls euch übrigens die Doppel- oder Dreischussbogen fehlen, dann schaut mal oben rechts in die Infokarte, dort habe ich euch ein Video verlinkt, wo ihr die Mehrschussbogen ganz einfach finden könnt. Um die Offset-Slots nun zu generieren, geht wieder in den Shop in Hateno und überladet mit den Bogen euer Inventar. Also ihr nehmt mit ZR euer Doppel- oder Dreischussbogen mit Elektropfeil in die Hand, öffnet euer Inventar und werft den Bogen in eure Hand weg und rüstet direkt den nächsten Mehrschussbogen aus. Verlasst das Inventar wieder, öffnet es direkt wieder und werft den Bogen in eure Hand weg und rüstet direkt den nächsten Mehrschussbogen aus. Das macht ihr so lange, bis ihr im Inventar von Link nur noch seinen Kopf oder Kopf und Gürtel seht. Euer Inventar ist jetzt überladen. Geht jetzt zu euren Materialien und nehmt hier 4 Materialien, die ihr mindestens 2-mal habt, in die Hand. Verlasst nun euer Inventar mit Plus, drückt ZR, um euren Bogen in die Hand zu nehmen und legt mit Steuerkreuz rechts euren Bogen ab. Geht jetzt zum Verkäufer und verkauft dort die komplette Menge der 4 Materialien, die ihr in der Hand haltet. Verlasst den Verkäufer, öffnet euer Inventar und nehmt nun ein weiteres Material in die Hand. Am besten was, das nicht wegfliegt. Schließt euer Inventar wieder und legt das Material in eurer Hand auf den Boden. Sammelt das Material direkt wieder ein und so habt ihr nun 4 Offset-Slots generiert. Na, habe ich doch gesagt, dass es viel einfacher geht als im letzten Video. Schnappt euch nun einen der Mehrschussbogen auf den Boden, nehmt ihn mit ZR in die Hand, öffnet wieder euer Inventar, werft den Bogen in eurer Hand weg und rüstet den nächsten Mehrschussbogen aus und verlasst euer Inventar und öffnet es dann wieder und schon ist euer Inventar wieder überladen. Also wieder 4 Materialien in eure Hand nehmen, Inventar schließen und mit ZR euren Bogen in die Hand nehmen und mit Steuerkreuz nach rechts den Bogen ablegen. Geht dann wieder zum Verkäufer und verkauft ihm die nächsten 4 Materialien in eurer Hand. Geht dann wieder in euer Inventar und nehmt ein 5. Material in eure Hand, verlasst das Inventar und legt das Material auf den Boden und sammelt es wieder auf. Und so habt ihr nun weitere 4 Offset-Slots generiert. Das wiederholt ihr nun, bis ihr eure berechnete Anzahl an Offset-Slots erreicht habt. Bei mir waren es ja 59. Macht hier aber wie gesagt gerne auch ein paar Offset-Slots mehr. Habt ihr die Offset-Slots generiert, dann nehmt all eure Bogen wieder auf. Jetzt müsst ihr noch all euer restliches Material wegwerfen oder verkaufen. Ihr könnt gerne eure Feen noch behalten, die können im finalen Kampf noch nützlich sein. Habt ihr euer restliches Material rausgeworfen oder verkauft, dann schaut nun in eurem Inventar, dass ihr kein Schwert, kein Bogen und auch kein Schild ausgerüstet habt. Geht jetzt ins Schloss Hyrule ganz nach oben zum Thronsaal. Achtet hier unbedingt darauf, dass ihr im Schloss nichts mehr aufsammelt und weiterhin kein Schwert, Bogen oder Schild ausgerüstet habt. Erreicht ihr den Eingang des Thronsaals, dann braucht ihr nun unbedingt einen automatischen Speicherstand. Das seht ihr unten links auf dem Bildschirm, da steht dann Speichervorgang. Hat das Spiel einen automatischen Speicherstand generiert, geht jetzt in den Thronsaal und besiegt die Verheerung Ganon. Im Kampf dürft ihr jetzt natürlich wieder eure Waffen und Schilde ausrüsten. Habt ihr die Verheerung Ganon besiegt, sammelt zuerst den Lichtbogen auf und springt anschließend von eurem Pferd. Esst nun alle gekochten Gerichte, falls ihr noch welche habt. Werft jetzt all euer restliches Material, zum Beispiel noch die Feen, aus eurem Inventar. Werft nun all eure Schilde aus eurem Inventar. Werft ebenfalls alle Bogen, außer den Lichtbogen, aus eurem Inventar. Zum Schluss legt noch alle Waffen, die Link ausgerüstet hat, ab. Euer Inventar sollte nun ähnlich wie im Video aussehen. Ist das der Fall, dann ladet jetzt den automatischen Speicherstand vor dem Thronsaal. Nun sollten die restlichen Items in diesen Spielstand übertragen worden sein.
natürlich auch der Lichtbogen. Leider habt ihr aktuell auch noch duplizierte Pfeile, Rüstungen und wichtige Items. Dass die wieder normal angezeigt werden, darum kümmern wir uns jetzt. Geht jetzt nach Ateno zu Links Haus. Platziert dort den Lichtbogen an einem leeren Bogenplatz an der Wand. Der Lichtbogen wird dadurch dupliziert, aber ist nicht sichtbar. Lauft einfach über die Brücke ein kleines Stück weg von Links Haus und geht dann wieder zurück in das Haus. Dann sollte der Lichtbogen auch an der Wand angezeigt werden. Wird der Lichtbogen an der Wand angezeigt, dann geht jetzt in euer Inventar und werft alle Schwerter, alle Bogen außer der Lichtbogen, alle Schilde und all euer restliches Material aus eurem Inventar. Esst zusätzlich alle gekochten Gerichte und legt auch alle Rüstungen, die Link trägt, ab. Ist das erledigt, braucht ihr einen neuen automatischen Speicherstand. Lauft hierzu am besten zum Yamagana-Schrein in Hateno, da klappt das eigentlich immer. Hat das Spiel einen automatischen Speicherstand erstellt, dann beendet das Spiel über das Home-Menü und startet es erneut und ladet den eben erstellten automatischen Speicherstand, damit eure am Anfang erstellten Offset-Slots verschwinden. Seid ihr wieder im Spiel, dann sollte nun euer Inventar so gut wie leer sein, abgesehen von einigen wenigen wichtigen Items. Geht nun zurück zu Links Haus. Wie ihr seht, sind alle Waffen an den Wänden wie der Lichtbogen noch immer vorhanden. Da euer Inventar aktuell so gut wie leer ist, könnt ihr diesen automatischen Speicherstand auch für weitere modifizierte Waffen verwenden. Dazu aber in zukünftigen Videos mehr. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr den Lichtbogen wieder zurück in euren Spielstand mit all euren Materialien und Waffen bekommen könnt. Nehmt jetzt also den Lichtbogen von der Wand. Falls ihr ebenfalls zwei Einhandschwerter und ein Schild platziert habt, dann nehmt diese Waffen ebenfalls mit. Falls nicht, dann sammelt nun zwei Einhandwaffen und ein Schild auf. Bei der Kochstelle in Hateno findet ihr zum Beispiel einen Topfdeckel als Schild und eine Holzkelle als Schwert. Nun müsst ihr wieder Offset-Slots generieren. Die gute Nachricht, ihr müsst lediglich so viele Offset-Slots generieren, wie Items ihr aktuell noch im Inventar habt. Dazu zählen alle wichtigen Items plus euer Lichtbogen. Maximal sind es 6 Offset-Slots, die ihr braucht. Die schlechte Nachricht, ihr könnt es nicht wie zuvor mit den Mehrschussbogen und Elektropfeilen machen, da sich sonst die Pfeile ebenfalls duplizieren würden und das wollen wir ja verhindern. Also müsst ihr die Offset-Slots wie in meinem letzten Video zu den modifizierten Waffen generieren. Sammelt dazu jetzt verschiedene Materialien mit einer Stückzahl von mindestens 2. Wenn ihr wie ich 6 Offset-Slots benötigt, dann braucht ihr 6 Materialien mit jeweils mindestens 2 Stück und ein Material mit nur einem Stück. Hier empfehle ich euch wieder, keine Tiere wie Käfer, Echsen und Schmetterlinge zu verwenden. Wie ihr die Offsets generiert, das zeige ich euch jetzt. Zuerst mal rüstet ihr euer Schwert, euer Schild, zusätzlich noch das Bombenmodul, das Würfelbombenmodul aus. So, jetzt geht ihr in den Shop in Hateno. Ihr drückt nun L und legt eure Bombe ab. Nun zieht ihr mit Y eure Waffe, drückt A und Steuerkreuz links gleichzeitig. Genau in diesem Moment, wenn links seine Waffe wegstecken möchte, entfernt ihr nun euer Schild. Das Ganze sieht nun so aus, Link hält seine Bombe und ebenfalls seine Waffe. Ihr drückt einmal R und werft die Bombe weg. Nun drückt ihr euer linkes Steuerkreuz und rüstet wieder euer Schild aus. Nun haltet ihr ZL gedrückt. Ihr geht in euer Inventar und nehmt nun 4 Materialien, die ihr mehrmals habt und das eine Material, das ihr nur einmal habt. Ihr geht wieder aus dem Inventar raus. Nun drückt ihr Steuerkreuz nach rechts und tauscht eure Waffe aus. Nun haltet ihr eure Waffe, euer Schild und die 5 Materialien vor euch. Was ihr jetzt macht, ihr springt mit X, lasst ZL sofort los und haltet euer Steuerkreuz nach links gedrückt. So, nun lasst ihr euer Steuerkreuz links los und drückt es sofort wieder, bis Link auf dem Boden ist. Und nun weiter, bis Link sein Schild ablegen möchte. Das sieht man hier. Er möchte es wieder zurück auf den Rücken stecken und jetzt entfernt ihr euer Schild. Nun hat Link
alle Items in der Hand plus sein Schwert. Ihr geht jetzt zum Shop und drückt Steuerkreuz nach unten, also pfeifen und sofort A. Ihr habt da nur einen Frame Zeit, also das muss wirklich ganz schnell sein. So, dann geht ihr auf Verkaufen. Wenn es jetzt geklappt hätte, dann würde hier mein Bockblindenherz, das ich nur einmal habe, würde hier angezeigt werden mit 0. Da es nicht angezeigt wird, hat es nicht funktioniert. Deshalb gehen wir mit B raus und wiederholen das Ganze. Wir sammeln alles ein. Wir sammeln die Bombe ein und machen das Ganze nochmal von vorne. So, wenn es richtig angezeigt wird, dann sieht das Ganze so aus. Das Bockblindenherz ist ausgegraut und hat 0, also das Item, das ihr nur einmal habt. Jetzt geht ihr her und verkauft all eure Items, die ihr in die Hand genommen habt. Und nehmt jetzt dann noch euer Bockblindenherz wieder auf, den Rest könnt ihr liegen lassen. So, wenn ihr jetzt 6 Offset-Slots machen müsst, dann wiederholt ihr das Ganze noch einmal und wiederholt das Ganze dann mit 2 Items noch. Und wir sehen hier wieder, das Bockblindenherz wird wieder angezeigt, also wir verkaufen hier alles und das auch alles. Und somit haben wir 6 Offset-Slots generiert. Habt ihr eure benötigten Offset-Slots generiert, dann werft nun alle Waffen, Schilde und Materialien außer den Lichtbogen aus eurem Inventar und achtet darauf, dass ihr den Lichtbogen nicht ausgerüstet habt. Ladet jetzt euren manuell erstellten Spielstand zu Beginn des Glitches. Schaut nun in euer Inventar. Der Lichtbogen sollte nun in eurem Inventar enthalten sein. Ist das der Fall, dann triggert erneut einen automatischen Spielstand. Lauft zum Beispiel einfach ein Stück durch Hateno. Wurde ein automatischer Spielstand erstellt, dann beendet das Spiel über das Home-Menü und startet es erneut und ladet den eben erstellten automatischen Spielstand. So, der Lichtbogen sollte nun weiterhin in eurem Inventar sein. Schaut euch jetzt noch kurz euer Inventar an, damit keine Pfeile, Rüstungen oder wichtige Items doppelt angezeigt werden. Wenn ihr der Meinung seid, dass alles gut aussieht, dann könnt ihr jetzt erneut manuell speichern. Und das war's auch schon. Jetzt habt ihr den Lichtbogen dauerhaft im Inventar und könnt ihn unbegrenzt verwenden. Hier erstmal vielen Dank an Elduende05, der ordentlich Arbeit in die Optimierung dieses neuen Glitches gesteckt hat. Seinen Kanal habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Mit diesem neuen Glitch ist aber noch so viel mehr möglich. Bleibt unbedingt dran, denn vielleicht wollt ihr ja noch einen stärkeren Lichtbogen oder ein stärkeres Masterschwert haben. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!